Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu unserer Serie rund um Krisus. Heute in der Episode 22 dürfen wir Ihnen das Thema Bilanz und Kippkonten vorstellen. Zu dem Zweck gehe ich gerade direkt in die Bilanz. Lassen wir die Bilanz anzeigen. Das heisst, Sie sehen da sehr schön, wir haben einen Postkontosaldo, der liegt bei rund 74'000 Franken und mein Bankkontosaldo, der liegt bei rund 1'200 Franken. Jetzt gehe ich retour ins Journal und buche jetzt einfach den Kontoübertrag. Das heisst, ich gebe in der Sollstellung CC, im Habe C20, Soll wäre Postfinanz und Habe wäre entsprechend mein Bankkonto, mein zweites Bankkonto. Ich gebe da einen Kontoübertrag ein. Und du den Betrag bewusst relativ hoch ansetzen, gehe hier auf 25'000, auch wenn ich weiss, dass ich nicht mehr ganz so viel auf dem Bankkonto liegen habe. Schauen wir doch die Bilanz jetzt an, was passiert. Sie sehen sehr schön, wir haben natürlich eine Zunahme auf dem Postkonto, wir haben aber entsprechend auch eine Abnahme auf dem Bankkonto. Jetzt finde ich das persönlich nicht so schön, dass ich auf der Aktivseite jetzt einen Minusbetrag drin habe. Ich hätte eigentlich lieber ein Kippkonto definiert, wo ich auf der Passivseite bei einem Negativsaldo auf einem Bankkonto gerade automatisch das Konto eigentlich auf der Passivseite angezeigt wird. Zu dem Zweck gehe ich in den Kontenplan. Ich scrolle da ein bisschen runter. Ich möchte ja das Passiv-Kippkonto anlegen. Das heisst, ich gehe da auf Duplizieren, nehme das bereits bestehendes Konto, weil es einfacher ist in der Erfassung. Ich kann da sagen 2025. Ich kann da sagen 2025. Dann gebe ich da ein Kippkonto Bank Negativ Saldo Gang auf die Spalte Typ. Ich kann hier entweder F2 oder Sie können auch hier drüber über das Icon Hilfe für Feld ausfüllen, das anwählen und können jetzt auf dem Dialog, wo abgefragt wird, können Sie sehr schön sagen Spiegelkonto für folgendes Konto und wir haben ja da gesagt, wir werden das Bankkonto entsprechend spiegeln. Also tun wir das mit OK bestätigen. Tun Sie das speichern. Und gehen wieder im Mutationsmodus zurück. Jetzt da ganz wichtig, ich tue das Konto bewusst jetzt nochmal anwählen. Das heisst, wenn ich das 2025 noch absetze und nochmal anwähle, dann sehen Sie da sehr schön im unteren Bereich, haben wir jetzt in der Gruppe rein, Gruppe 200. Das ist sehr wichtig, dass Sie den Eintrag nicht vergessen zu machen, weil wir müssen das Konto ja am richtigen Klassierungselement anhängen. Das wäre bei uns jetzt Gruppe 200. Da sehen wir es sehr schön. Also das sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Dort wird es angehängt. Entsprechend wird es in der Auswertung auch korrekt dargestellt. Sollten Sie da also keinen Eintrag haben auf dem Konto 2025 jetzt wie in unserem Fall, dann dürfen Sie da gerne das Gruppierungselement einfügen und speichern. Was ist denn jetzt bilanzseitig passiert? Wir können mal schnell schauen, wie das jetzt daherkommt. Und sehen da sehr schön auf der Aktivseite, habe ich das Postkonto, ja immer noch positiv ist. Und auf der Passivseite ist jetzt Folgendes passiert. Sie sehen da sehr schön das Bankkonto, wo jetzt passiv dargestellt wird. Das ist genau so, wie ich mir eine Bilanz wünsche. Ich tue das speichern. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, dass ich zusätzlich noch schnell einen Abgleich mache für den Jahresabschluss. Sollte ich jetzt die Excel-Tabellen aufbereiten, ich kann hier auf Modell gehen und sagen, ich würde gerne eine Standardjahresrechnung auf Deutsch. Ich kann die mal ausgeben. Jetzt rechnet er einen Moment, tut mir jetzt Bilanz, Erfolgsrechnung und so weiter aufbereiten. Das kommt ganz darauf an, was Sie in den Stammdaten eingestellt haben, ob Sie Kapital- oder Personengesellschaft sind.
So, jetzt kann ich da entsprechende Anpassungen noch machen. Ich gehe jetzt auch mal schnell auf Bilanz, gehe schauen beim Export. Ich sehe da sehr schön, was er macht. Das heißt, jawohl, er tut mir, wenn man jetzt das Ganze aggregiert, im aggregierten Zustand anschaut, kann ich mal schnell retour, nochmal ins System selber. Und ich sehe da sehr schön, dass ich das kurzfristige Fremdkapital habe, wo jetzt mein negative Banksaldo auch reingerechnet wird, selbstverständlich, von 6,7 Millionen. Wenn ich zurückgehe, dann sehe ich da genau den gleichen Saldo. Also, er hat das wunderbar auch in die Excel-Tabelle übertragen. Ich hoffe, Ihnen hat das gefallen. Wenn ja, sind wir natürlich dankbar, wenn Sie uns ein Like noch würden schenken, ohne Dauer. Und wir freuen uns auf die nächste Episode und wünschen Ihnen einen ganz schönen Tag. Ade miteinander, vielen Dank.